Wolltet ihr schon immer mal einen krassen Waschbrettbauch haben, aber nichts dafür tun? Dann habt ihr Glück, denn mittlerweile könnt ihr euch dank moderner Schönheitschirurgie einfach Bauchmuskelimplantate einsetzen lassen und mit einem Sixpack rumlaufen, das am Strand alle beeindruckt. So wie Isabel Flores, eine bekannte Social-Media-Influencerin und Onlyfans-Model, die auf Instagram ihre Apps präsentiert, bei denen selbst die meisten Männer neidisch werden. Und ja, natürlich sagt sie selbst, dass das alles Blödsinn sei und ihre Apps vollkommen natürlich sind. Genauso wie viele Fitnessmodels sagen, dass sie keine Steroide nehmen, obwohl es eindeutig ist, dass sie auf Stoff sind. Dafür gibt's natürlich auch einen guten Grund. Es lässt sich einfach mehr Kohle verdienen, wenn alle denken, dass man so eine krasse Physis vollkommen natural erreicht hat. Und zugegeben, Isabel Flores hat einen sehr fitten Body, für den sie sicher hart arbeitet und mehrmals wöchentlich im Gym ist. Dennoch, solche Apps zu erreichen, ist bereits für Männer extrem schwierig und für Frauen, die erheblich weniger Testosteron haben, fast unmöglich. Wenn wir uns die Bilder von Isabel Flores auf Instagram ansehen, dann erkennen wir auch direkt, dass ihre Bauchmuskulatur einfach unnatürlich und teilweise auch asymmetrisch wirkt. Man sieht auf vielen Fotos einfach, dass ihre Apps nicht zu ihrem Body passen und höchstwahrscheinlich von einem Schönheitschirurgen implantiert wurden. Zumindest sieht man das, wenn man sich etwas mit der Materie befasst. Wenn wir uns allerdings die Kommentare zu ihren Fotos anschauen, dann scheint es so, als ob der Großteil ihrer Follower felsenfest davon überzeugt wäre, dass ihr Sixpack echt ist. Und deshalb funktioniert es auch so gut, einfach nicht ehrlich zu sein. Denn die meisten Leute haben keine Ahnung von Fitness und Anatomie und lassen sich fast alles erzählen. Und Isabel Flores ist bei weitem nicht die einzige Person, die mit Bauchmuskelimplantaten Aufsehen erregt. Auch der Queer-Schauspieler Elliot Page scheint seit seiner Transformation Bauchmuskelimplantate zu haben. Das lässt sich relativ einfach an einigen seiner Instagram-Fotos erkennen, in denen man klar sieht, dass die Bauchmuskeln extrem entwickelt erscheinen, während der Rest seines Bodies eher untrainiert wirkt. Aktuell werfen auch viele Leute dem Liver King Brian Johnson vor, Fake-Apps zu haben. Hier denken wir allerdings, dass das nicht stimmt. Denn viele YouTuber haben den Liver King bereits in echt und während seiner Videos analysiert und festgestellt, dass sich seine Apps bei unterschiedlichen Bewegungen auf natürliche Art und Weise verhalten. Für seine brachialen Apps scheinen also tatsächlich eine herausragende Genetik, hartes Training, eine tolle Ernährung und natürlich auch Steroide, Wachstumshormone und SARMs sowie andere leistungssteigernde Substanzen verantwortlich zu sein. Dennoch, Bauchmuskelimplantate und andere Muskelimplantate sind ein Sinnbild unserer modernen, oberflächlichen Welt, in der der Schein oftmals mehr zählt als Sein. Manche denken sich einfach, wenn man direkt zum perfekten Resultat kommen kann, ohne dafür etwas zu tun und einem die meisten Leute auch noch glauben, dass man alles durch tatsächliches Training erreicht hat, warum dann noch dafür arbeiten? Und wir wissen natürlich, dass es sich einfach besser anfühlt, tatsächlich fit zu sein, stark zu sein und seine Ziele ehrlich zu erreichen. Andererseits können wir es aber auch nachvollziehen, dass mittlerweile immer mehr Influencer Muskelimplantate verwenden. Denn mit dem perfekten Look lässt sich einfach massiv viel Geld verdienen. Das war's schon wieder.